Hallihallo, Hallöchen. Ich bin mit einem kleinen gemischten Haul bei euch. Ich war bei Teddy, ich war bei Kick, bei NKD und wo war ich noch? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ich zeige euch mal die Sachen, die ich so ergattert habe. Einmal ist es Teddy-Dose mit kleineren und größeren kupferfarbenen Büroklammern und die Foldback-Klammern. Gut, was ich mit den Pins machen soll, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, ne? Dann habe ich Sternchen-Zwirn. Also richtige Zwirn. Der ist ja reißfest. Und ja, 8x20 Meter. Ah, Center Shop war ich auch. Ich glaube nämlich da nicht den her. Ja. Schöne verschiedene Farben gedeckte, die passen dann prima bei die Journal, weil damit kann man die super toll binden, eben weil es reißfest ist. Dann einmal dieses Geschenkband, das kommt schon von alleine raus, das ist ja lustig. Da kommt hier aus der Mitte. Und es ist ja klar, das nehme ich nicht als Geschenkband, ne? Das sind so Papierkordelchen. Ja, kann man auch Geschenke mit einwickeln. Einmal in dieser Farbe, so lila, gelb, weiß und einmal in den blau, beige und weißtönen. Fand ich sehr, sehr schön. Dann für meine Halloween-Bastelei, die Geister, die fand ich so süß. Die finde ich so was von putzelig. Also die mussten ja mit, ne? Einfach weil sie putzelig sind. Dann haben wir hier Kürbis mit so einer lustigen Geistermütze und so ein Kürbis. Der finde ich schon noch schön. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Obwohl, das sind Herzchenaugen, die der hat. Ja, das sind Herzchen. Oh ja, gut. Dann habe ich noch Spitze bekommen. Bastelband. Ja, das ist Spitze. Ich weiß aber nicht. Ich gucke jetzt mal rein. Denn ich weiß nicht, ob das auf Gummi ist oder einfach so. Ich fand die nämlich richtig toll. Das sind so Rüschen. Ne, ist kein Gummi. Das sieht doch toll aus, so Rüschen, ne? Also finde ich super, super schön. Ja. Einmal in so Naturweiß. Einmal in Weinrot, einmal in Rosa und einmal in Hellblau. Und damit wir direkt mal beim Hellblau bleiben, da habe ich noch beim Teddy hier die Blümchen erwischt. Die sind doch schön, oder? Jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht reflektiert. Sind so Organza-Blüten mit kleinen Perlchen in der Mitte. Die finde ich total schön. Ja, passen noch direkt dabei. Dann hatte ich für 55 Cent diese Fußkette erwischt. Mit dem Quasten dran. Und dass ich die nicht als Fußkette nehme, durfte ja wohl klar sein, ne? Deswegen mache ich das Ding auch direkt mal da ab. Moment, jo. Das könnten wir ja auch so irgendwie schön nutzen. Für ein Journal. Passt natürlich da wieder super bei. Dann hatte ich Spitzenbänder erwischt. Ja, Spitzen, normales Geschenkband. Einmal in Gelb. Ja, Gelb und dann hier die Beige. Finde ich toll, die Bänder. Die sehen richtig schön aus. Dann haben wir hier so eine Grün-Gelb-Beige-Kombi. Ja, hier kann man sehen, ist das Blümchenband da und auch da. Und die sind auch identisch, oder? Ja, doch, sind identisch. Ja, und das Band ist auch dann so mit zweimal. Und auch so eins mit in Rosatönen, ne? Mit dem weißen Band. Und hier sind Schmetterlinge drauf, finde ich auch hübsch. Kann man ja nicht sehen, ne? Das ist ja. Ja, und
zu guter Letzt, ach, was soll ich euch sagen? Guck. Servietten. Aber eine richtig dicke, gute Qualität, nicht, die man auseinanderrupfen kann, so Gott weiß wie. Nehme ich mal an. Also die Steinpilze da drauf, die sehen doch richtig genial aus, oder? Dann hier mit der Hagebutte, die Herbstblätter. Also, boah, ich fand die Servietten so, so schön. Waren auch was runtergesetzt, oder? Ne, die kosten sowieso 1,99. Quatsch. Dann die hier. Die fand ich auch so schön. Und ich bin ja im Moment das Halloween-Journal am machen. Wenn ich damit fertig bin, fange ich damit eins an. Also das will ich auf jeden Fall dafür nehmen. Ja, und dann für meinen Vintage ist die nicht schön, die Serviette. Da kann man lauter kleine Tags von machen. Die irgendwo aufgeklebt, dann kann man lauter kleine Stückchen davon machen. Oder hier auch hier die zwei zusammenlassen, in der Mitte falten, da hat man ein kleines Heftchen. Also finde ich ganz, ganz toll. Hier so ein Deckchen habe ich auch mal gehäkelt. Ja, und das war es dann auch schon, ne? Das war es schon. Mehr war es nicht. Ich denke, das reicht ja auch, ne? Muss ja nicht die Masse sein. Jetzt will das nicht behalten. Alter, da rutscht doch runter, ist mir noch egal. Mein kleiner, feiner Haul. Durch verschiedene Geschäfte bin ich da getingelt, weil ich immer ein bisschen zwischendurch Leerlauf hatte. Ja, unter anderem haben wir die Uhrenbatterien wechseln gelassen. Ja, da musst du ja auch wieder warten. Was machst du in der Zeit? Das Lädchen ist zu klein, also hier ist ein bisschen bummeln. Ja, toll. Dabei ist natürlich auch noch eine Eiskugel für mich abgefallen. Denn gegenüber ist die Eisdiele. Und da war nichts los. Überhaupt nichts. Und da dachte ich, da tue ich dem lieben Mann doch einen Gefallen und kaufe mir eine Kugel Eis. Und da habe ich das gemacht. Der hat sich richtig gefreut, dass er was zu tun hatte. Naja, besser eine Kugel Eis wie ja keinen, ne? Ist so eine gerade tollste Wette, um Eis zu essen im Moment. Aber was soll's? Mir hat es geschmeckt. Ich fand es gut. Gut. Das war's dann. Und in diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal.